Hi Freunde der drei Fragezeichen, hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi Ivo, wie geht's dir? Sehr gut. Und dir, Marc? Blendend. Das liegt doch mit Sicherheit an unserer heutigen Sonderfolge. Korrekt, richtig. Eine Special-Folge für uns. Genau, und zwar die Idee für diese Folge ist durch euer Hörerfeedback entstanden. Liebe Zuhörer, ihr habt uns gesagt, oder einige von euch haben uns gesagt, wir hören euch zwar total gerne beim Reden zu, aber wir haben keine Ahnung von den drei Fragezeichen. Und selbst wir als alte drei Fragezeichen-Hasen müssen ja zugeben, wir wissen nicht alles. Es gibt ja auch durchaus mal ein paar Sachen, da wissen wir nicht ganz genau, warum ist das so, wie war da nochmal der Hintergrund. Und deswegen wollen wir jetzt alle unsere Zuhörer einmal auf den gleichen Wissensstand bringen und mal erklären, was muss man denn so wissen, bevor man sich mit den alten klassischen Folgen der drei Fragezeichen auseinandersetzt. Korrekt. Dafür haben wir auch wieder klassisch, wie immer, unsere Inhaltsangabe vorbereitet. Die Entstehung der drei Fragezeichen wird da thematisiert. Wie kam es vom Buch zum Hörspiel und dessen Kult? Was muss man über die Welt der drei Fragezeichen überhaupt wissen? Es gibt ja so viele Dinge wie Rocky Beach. Gibt das überhaupt? Wo liegt das überhaupt? Was ist mit den Eltern von Justus passiert? Wer ist dieser Skinny Norris? Und Eugenie und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch die wiederkehrenden Elemente, wie die Visitenkarte, den Brief von der Polizei und die obligatorische Schlusslache nach jedem Fall. Und von daher hat unser Ivo alias Bob ordentlich Gas gegeben, hat auch für diese Folge ordentlich recherchiert. Und da ist auch meine erste Frage schon, wie sind die drei Fragezeichen überhaupt entstanden, Ivo? Das ist eine sehr gute Frage, Marc. Und es geht alles mit Robert Arthur los. Das ist der Schöpfer der drei Fragezeichen. Robert Arthur hat damals als Drehbuchautor und Redakteur für die Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents gearbeitet. Und diese Serie ist entstanden, weil der bekannte Hollywood-Regisseur Alfred Hitchcock einen sehr extravaganten Lebensstil hatte. Das hat alles sehr viel Geld gekostet und dafür hat sein Verdienst durch die Filme nicht ausgereicht. Und deswegen hat er seinen Namen des Öfteren mal als Lizenz verkauft. Und so ist unter anderem auch diese Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents entstanden. Da ging es viel um Thema Mystery, Thema Thriller. Da wurden immer wieder kleine Serien für produziert. Und das halt alles unter dem Namen von Alfred Hitchcock. Der hat aber dafür nie selber geschrieben, sondern das waren einige Redakteure, unter anderem Robert Arthur. Und dieser benannte Robert Arthur hat die Idee, eine Jugendbuchreihe zu erschaffen. Er ist auch der Meinung, er kann das einfach viel spannender und besser als viele seiner damaligen Zeitgenossen. Und um halt dieser Jugendbuchreihe langfristigen Erfolg und eine große Reichweite zu geben, geht er zu Alfred Hitchcock und fragt ihn, darf ich da deinen Namen draufschreiben? Dann tun wir einfach so, als würdest du das alles schreiben. In Wirklichkeit schreibe ich das und du kriegst Lizenzgeld und ich krieg deine Reichweite. Win-win für alle. Alfred Hitchcock geht darauf ein und so entstehen die ersten Romane von Robert Arthur geschrieben, insgesamt 10 Bände, nennen sich im Amerikanischen Alfred Hitchcock Presents The Three Investigators, auf Deutsch die drei Fragezeichen. Und zwischen 1964 und 1969 schreibt Robert Arthur diese ersten 10 Bände. Das heißt, pro Jahr sind 2 Bücher rausgekommen. Das ordentliche ist Menge. Schöne Grüße an George Martin. Der hatte andere Zahlen. Genau. Aber Robert Arthur bemerkt halt auch, dass er dieses Tempo mit dem Schreiben nicht dauerhaft beibehalten kann und dass es ihm auch gesundheitlich einfach nicht so gut geht. Und deswegen sucht er sich einige Autoren, mit denen er sich eine partnerschaftliche Weiterführung der Reihe vorstellen kann. Allerdings verstirbt er dann 1969 relativ kurzfristig. Er wurde insgesamt 59 Jahre alt. Und aus diesen Autoren, die er sich zusammengesammelt hat, entsteht dann ein Team und die schreiben dann jeder einzeln weitere Fälle für die drei Fragezeichen. Und so kann die Reihe fortgesetzt werden. Insgesamt bis 1987 sind dann in den USA 45 Bücher erschienen und
Die Verkaufszahlen sind allerdings mit den letzten von diesen 45 Bänden immer mehr zurückgegangen und deswegen entschließt sich der amerikanische Verlag, die Reihe einzustellen. Zum Glück kommt dann 2 Jahre später der Versuch, das Ganze ein bisschen älter, ein bisschen erwachsener und auch mit reiferen Themen zu füllen. Und so entsteht unser Zeitsprung in der Reihe. Da sind dann die 3 Fragezeichen ein bisschen älter, haben Führerscheine, haben Freundinnen und auch die Themen werden ein bisschen erwachsener. Das sind dann auch das ist der eine Zeitsprung, den wir in der Reihe haben. Danach altern die 3 Fragezeichen nicht mehr. Und zwischen 1989 und 1991 kommt dann diese, ich sag jetzt mal, zweite Welle in den USA. Das sind dann nochmal 11 weitere Bände. Allerdings wird danach in den USA die Reihe komplett eingestellt. Insgesamt sind dann in den USA beim Random House Verlag 58 Bücher rausgekommen für die Reihe. Und das war's dann in den USA. In Deutschland wurde 1968 wurden die ersten 2 Bücher übersetzt und hatten allerdings nur sehr wenig Erfolg. Und da kommt unsere wohlbekannte Künstlerin Aiga Rasch ins Spiel. Die war nämlich beim Kosmos Verlag, also dem deutschen Verlag, eigentlich wegen was ganz anderem, hat aber von diesen 3 Fragezeichen Büchern mitbekommen und sie hat eine Idee, wie man das Ganze designen könnte. Und sie bietet dem Verlag an, sie entwickelt da mal was und wenn das dem Verlag nicht gefällt, dann möchte sie dafür kein Honorar bekommen. Das ist schon mal wirklich Hut ab. Feiner Schachzug. Ja, richtig, genau. Und Aiga Rasch entwickelt dann diesen grafischen Stil, den wir bis heute von den 3 Fragezeichen kennen. Das bedeutet dicke schwarze Ränder, dann sehr minimalistisch der 3-Fragezeichen-Schriftzug mit den 3 Fragezeichen auch farblich kodiert und dann ein quadratisches Artwork, ein kleines Kunstwerk, das zwar zum Thema der jeweiligen Folge passt, allerdings niemals die 3 Fragezeichen abbildet. Und die ersten Bücher werden dann von diesem Design veröffentlicht. Allerdings ist das für Aiga Rasch eine große Überzeugungsarbeit, weil genau dieser Stil widerspricht ungefähr allem, was damals Jugendbücher ausmacht im deutschsprachigen Raum. Ab 1971 sind dann die ersten Bücher mit ihrem Stil auf dem Markt verfügbar und die schlagen echt gut ein. Also erfreuen sich in kurzer Zeit großer Beliebtheit und somit wird der Stil, den Aiga Rasch entwickelt hat, beibehalten, auch bis heute und bis zu ihrem Tod entwickelt Aiga Rasch alle Artworks für die Bücher und seit sie verstorben ist, machen das verschiedene andere Künstler, aber weiterhin im Stile Aiga Raschs. 1991 endet die Reihe in den USA, allerdings wird 1993 dann der erste Band von einem deutschen Autoren geschrieben und seitdem wird die Reihe von verschiedenen deutschsprachigen Autoren fortgesetzt und seit 2005 werden auch einzelne deutsch geschriebene Bände ins Englische übersetzt und kommen dort auch in den USA raus, haben da aber bei weitem nicht die Verkaufszahlen, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Und bis heute sind insgesamt 218 Bände erschienen, alle im Kosmos Verlag. So viel zur Entstehung. Perfekt. Ist schon eine Menge, 218 Bände, aber wie kam es denn jetzt überhaupt von dem Buch zu dem Hörspiel und dessen Kult? Das kann ich dir sehr gerne erzählen. Und zwar startet der Europa-Verlag die Hörspielreihe, und zwar 1979. Sie wollen direkt 6 Folgen auf einmal produzieren. Und bei der deutschen Übersetzung der Bücher ist die Reihenfolge durcheinander gekommen. Und bei den Hörspielen haben sie sich nochmal eine komplett eigene Reihenfolge überlegt. Regie und Produktion übernimmt Heike Dine Körting, die ist auch bekannt als die Hörspielkönigin, also ist auch schon vor den 3 Fragezeichen eine große Nummer im Hörspielgeschäft. Ja. Und sie castet dann die uns wohlbekannten damals noch Kindersprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawacek und Andreas Fröhlich. Und die produzieren dann halt nach und nach alle Bücher auch in Hörspielfassung auf Deutsch.
Und dann zwischen 2005 und 2008 gibt es einen Rechtsstreit wegen Lizenzen. Deswegen können in der Zeit keine neuen 3-Fragezeichen-Folgen rausgebracht werden. Es werden aber trotzdem Hörspiele rausgebracht. Die sind uns bekannt unter dem Namen Die Drei. Die erscheinen zwischen 2006 und 2008. Das sind insgesamt 8 Folgen, die auch von den gleichen Sprechern wie die klassischen 3-Fragezeichen-Folgen gesprochen werden. Und 2008 gab es dann zu diesem Lizenzstreit eine außergerichtliche Einigung und seitdem dürfen auch die Bücher wieder als Hörbücher oder Hörspiele besser gesagt umgesetzt werden. Seitdem haben wir wieder neue 3-Fragezeichen-Folgen. In anderen Ländern wurde auch versucht, die 3-Fragezeichen-Reihe als Hörspiel umzusetzen, zum Beispiel in der Schweiz. Da wurden zwischen 1989 und 1992 8 Folgen produziert. Und in Großbritannien wurden 1994 2 Folgen produziert. Die haben aber, alle diese Produktionen haben keinen langfristigen Erfolg gehabt und somit sind die 3-Fragezeichen-Hörspiele eigentlich ein rein deutsches oder deutschsprachiges Phänomen. Und die ursprüngliche Zielgruppe für diese Hörspiele war auf Kinder oder Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahre ausgelegt. Jedoch sind die Hörer über die Zeit zusammen mit den Sprechern auch mitgewachsen, älter geworden. Und das macht irgendwie auch den Charme aus. Die Figuren bleiben zwar für immer gleich alt, zumindest nach dem Zeitsprung. Und jedoch haben die Sprecher, die Regisseurin Heike-Dine Körting und auch Europa erkannt, dass man das Ganze bis heute fortführen kann. Und darüber wurde dann über die Zeit die Popularität der Reihe immer größer und es ist zu einem regelrechten Kult geworden. Sonst hätten wir auch nicht diesen Podcast hier. So sieht's aus, genau. Was muss man auch über die Welt der 3-Fragezeichen denn noch wissen? Ich meine, wir haben so viele Figuren, Orte und Infos werden in den Hörspielen spät oder teilweise auch gar nicht erst erklärt. Deswegen einfach mal so die Frage, was muss man da wissen und vor allen Dingen beschäftigen wir uns jetzt erstmal vor dem Zeitsprung oder nach dem Zeitsprung irgendwo? Wir beschäftigen uns jetzt nur mit den Sachen, die man vor dem Zeitsprung wissen muss, also die klassischen ersten 45 Folgen. Okay, perfekt. Kommen wir zu den Figuren überhaupt, die uns immer mal wieder begegnen. Angefangen mit Alfred Hitchcock. Was hast du da? Ja, genau. Und zwar Alfred Hitchcock. Ne, wir haben jetzt eben schon gelernt, dass Alfred Hitchcock selber eigentlich nie für die 3-Fragezeichen geschrieben hat, allerdings unter seinem Namen das Ganze veröffentlicht wurde. Und am Anfang in den Büchern steht auch immer ein Vorwort von Alfred Hitchcock. Und das wurde allerdings auch am Anfang von Robert Arthur und dann später den nachfolgenden Autoren geschrieben. Und in der deutschen Übersetzung haben die Bücher dann noch den Erzählerpart bekommen, dass auch die Handlung mehrfach unterbrochen wird und der Erzähler seine Gedanken äußert. Das gibt's in den amerikanischen Originalbüchern gar nicht. Da gibt es nur das Vorwort. Aber diese Unterbrechungen, die wurden auch ins Deutsche die sind in den deutschen Büchern entstanden, wurden dann auch mit in die Hörspiele übernommen und besetzt wird dann diese Rolle als Erzähler beziehungsweise Alfred Hitchcock. Das ist derjenige, der uns dann immer durch die Folge durchführt. Allerdings 1980 verstarb Hitchcock und der amerikanische Originalverlag, der hat dann die Lizenz, Alfred Hitchcocks Namen weiterhin benutzen zu dürfen, nicht verlängert. Und damals, 1980, war gerade Folge 30 rausgekommen und dann, als Folge 31 rauskam, hat man sich entschieden, Hitchcock einfach nicht mehr auftauchen zu lassen. Da wird eine neue Figur eingeführt und zwar Albert Hitfield, beziehungsweise in amerikanischen Original heißt er Hector Sebastian. Auf Deutsch allerdings Albert Hitfield, also im Deutschen ist diese Analogie Alfred Hitchcock, Albert Hitfield viel näher. Und das ist eine neue Figur. Er ist ehemaliger Privatermittler, der hatte dann allerdings eine Verletzung und ist seitdem als Schriftsteller tätig. Der trifft die 3-Fragezeichen auch wirklich als Figur in dieser Folge und bietet ihnen dann an, für sie die neuen Fälle zu
aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und deswegen haben wir jetzt in den modernen Fällen, also alles nach Folge oder ab Folge 31, taucht nicht mehr Hitchcock auf, sondern Albert Hitfield, der aber gewisse Ähnlichkeiten zu dem Charakter hat. Und dann wurden die Bücher auch in, also die älteren Bücher wurden überarbeitet und dort wurde dann Hitchcock auch tatsächlich ausgetauscht durch Albert Hitfield. Eine Ausnahme ist allerdings Folge 1 in den Büchern. Uns wird sie in den Hörspielen erst noch begegnen, nämlich das Gespensterschloss. Dort ist es in der Story wichtig, dass Alfred Hitchcock halt ein bekannter Hollywood-Regisseur ist und um das zu, dem ein Äquivalent entgegenzusetzen, haben sie dann Hitchcock in den neueren Fassungen komplett durch einen ganz anderen fiktiven Regisseur ausgetauscht. Der Charakter Hitchcock oder dann später halt auch Hitfield steht den drei Fragezeichen immer wieder mit Rat und Tat zur Seite, versorgt sie mit neuen Fällen und beide Charaktere, Hitfield und Hitchcock, treten innerhalb der Welt der drei Fragezeichen in die Rolle der Autoren. Also die drei Fragezeichen kommen dann am Anfang noch zu Hitchcock, später dann zu Hitfield, erklären ihm, was in ihren Fällen passiert ist und der jeweilige Charakter verfasst dann das als Buch und die Version, die wir quasi lesen können, ist dann von ihm geschrieben. Cool. Im übertragenen Sinne. Perfekt. Und was wissen wir über das berühmt-berüchtigte Rocky Beach? Wo liegt die Kleinstadt denn überhaupt? Da muss man erstmal vorneweg sagen, Rocky Beach ist fiktiv. Das gibt es nicht wirklich. Ja, tatsächlich. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, tut mir leid. Aber Rocky Beach ist eine fiktive Kleinstadt. Es ist ein Vorort von Los Angeles und liegt zwischen den Santa Monica Mountains und der kalifornischen Küste. Es gibt einen realen Ort, der ungefähr auf die Wegbeschreibung nach Rocky Beach hinpasst. Und das ist Topanga Beach. Liegt circa 15 Meilen von LA, also Los Angeles entfernt. Und ist in der Nähe von Santa Monica. Und dieses Topanga Beach war wohl auch die Inspiration für Robert Arthur für Rocky Beach, allerdings in starker Abwandlung. Also es ist ein kleines also unser Rocky Beach ist ein kleines Küstenstädtchen mit einem Stadtkern mit vielen Geschäften, unter anderem auch ein Museum ist da, wir haben eine Bank, wir haben ja diverse Läden, wir haben Parks, wir haben mehrere Strände. Und in Richtung Berge, also in die Santa Monica Mountains hinweg, gibt's dann auch mehrere verschiedene Siedlungen, teilweise von Villengegenden über auch etwas ärmere Siedlungen. Genau, das ist so das Stadtbild von Rocky Beach. Und zur Entstehung, der erste Siedler ließ sich 1784 dort nieder, wo heute jetzt Rocky Beach ist. Damals war Kalifornien als heutiger Bundesstaat noch unter spanischer Herrschaft. Offiziell wurde Rocky Beach dann 1805 von 5 verschiedenen Gründervätern gegründet und 1821 wurde Kalifornien dann unabhängig von Spanien und hat sich damals dem Staat Mexiko angeschlossen. Der hat dann auch noch über einige der heutigen US-amerikanischen Bundesstaaten quasi seine Herrschaft gehabt. Aber damals war es noch Mexiko. Zwischen 1846 und 1848 gibt es einen Krieg zwischen Mexiko und den USA. Und die USA gewann diesen Krieg. Und deswegen musste dann Mexiko unter anderem mehrere Gebiete, auch Kalifornien, abtreten. Deswegen ist Kalifornien seitdem gehört zu den USA. Aber wir haben auch heutzutage noch viele spanische kulturelle Einflüsse und der Lifestyle in Kalifornien ist eine Mischung aus dem klassisch amerikanischen Lifestyle und aber auch man merkt immer noch viele kulturelle Einflüsse von Spanien und Mexiko. Wir haben ja auch sehr viele Charaktere noch, ne, die mexikanisch oder spanisch. Ja, und viele Orte, die dort sind, ne? Genau, also auch richtig. Da, ja, spanische Sprache ist immer noch viel präsent. Ja. Genau. Es gibt eine Fanrechnung
und die besagt, dass ungefähr 30.000 Einwohner in Rocky Beach leben. Das ist keine verlässliche Zahl, es gibt keine offizielle Zahl, die jemals genannt wird, aber wir können mit ungefähr 30.000 Einwohnern rechnen. Unter anderem gibt es dort eine Tageszeitung, die heißt Rocky Beach Today. Und jetzt ratet mal, wo unser Name herkommt. Ja, kleine Anspielung. Korrekt, richtig. Also das alles kann man über Rocky Beach sagen. Okay, cool. Jetzt haben wir aber auch dem kleinen, aber feinen Rocky Beach das Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Was hat's damit auf sich? Dieses Gebrauchtwarencenter ist einer der Hauptorte für die Handlung unserer Fälle. Der wird auch immer wieder Schrottplatz oder Trödelmarkt genannt. Besitzer und Gründer ist Titus Jonas und zusammen mit seiner Frau Mathilda führt er diesen Trödelmarkt. Wobei Schrottplatz der Justus nicht gerne hört. Ja, genau, da wird er allergisch. Schon mal kleiner Spoiler, es wird immer oft Schrottplatz erwähnt und Justus reagiert da doch ein bisschen allergisch drauf. Das ist richtig, genau. Und genau, wir haben mehrere Mitarbeiter, am Anfang vor allem noch Patrick und Kenneth O'Ryan, die zwei irischen Hilfsarbeiter, zu denen wir später auch noch ein bisschen was Genaueres sagen. Das Gebrauchtwarencenter ist ein An- und Verkauf von gebrauchten Waren und die verkaufen ungefähr alles, was man sich vorstellen kann. Es hat ein großes Gelände, das umzäunt ist mit Holzbretterzaun, der übrigens von außen bunt bemalt ist mit verschiedenen Motiven. Auf dem Gelände ist einmal das Wohnhaus, in dem Titus und Mathilda zusammen mit Justus wohnen. Und wir haben natürlich auch einen Schuppen, in dem dann auch viele Sachen gelagert werden. Wir haben einen großen Schrotthaufen, unter dem sich dann auch unsere Zentrale befindet, also die Zentrale der drei Fragezeichen. Und der Schrottplatz selber, oder das Gebrauchtwarencenter T. Jonas, hat zwei geheime Zugänge. Zum einen das grüne Tor, das ist ein Bereich im südlichen Bretterzaun zur Straße hin und da ist von außen ein Bild von einem Schiff in grünen Wellen und da kann man mehrere Bretter zur Seite drücken und dann kommt man in Justus Freiluftwerkstatt an. Die Freiluftwerkstatt von Justus, die ist auch nicht so weit entfernt von der Zentrale, also quasi hinter dem großen Schrotthaufen, unter dem sich die Zentrale befindet. Und dann gibt's noch das rote Tor. Das ist auch wieder ein paar Bretter in der diesmal allerdings nördlichen Seite des Zauns. Hier haben wir auch wieder von außen ein Bild am Bretterzaun und zwar zeigt es den großen Brand von San Francisco. Und das führt einfach unbemerkt auf das Gelände vom Schrottplatz. Allerdings ist das auf der anderen Seite vom Schrottplatz, also nicht bei der Zentrale. Von da aus gibt es aber anscheinend auch Wege, relativ unbemerkt bis zur Zentrale zu kommen. Okay, cool. Was ist denn überhaupt die Zentrale? Was spielt sich da drin ab? Ich meine, wie kann man sich die vorstellen von den drei Jungs? Wie haben die sich das überhaupt alles eingerichtet da? Genau, also die Zentrale selber ist erstmal nur ein Wohnwagen und zwar ein relativ alter, der ist circa 10 Meter lang und ungefähr 2,5 Meter breit, hat eine gebogene Form und ein abgerundetes Dach, also man hat da sofort so einen ganz klassischen alten US-amerikanischen Campingwagen quasi im Kopf. Und ja, woher kommt der Wagen und wie kommen die drei Fragezeichen da dran? Das Ganze beginnt ungefähr ein Jahr vor der ersten drei Fragezeichen-Folge. Und zwar hat Onkel Titus einen gebrauchten Wohnwagen günstig gekauft. Da der allerdings zu viele Dellen in der Außenwand hatte, konnte er ihn nicht wieder verkaufen. Und dann hat er den drei Fragezeichen diesen Wohnwagen als Zentrale, als, ich sag jetzt mal, Büro zur Verfügung gestellt. Allerdings hat er dafür die Bedingung gestellt, dass die drei Fragezeichen bei der Arbeit auf dem Schrottplatz mithelfen. Und die drei Fragezeichen haben das dann sofort für sich passend eingerichtet und zusammen mit Patrick und Kenneth so viel Schrott draufgeladen, bis er irgendwann nicht mehr sichtbar war. Also wir müssen uns das vorstellen, wir haben hier einen riesigen Schrottberg und darunter irgendwo ist dieser Wohnwagen, man sieht ihn aber nicht. Und
Um zu der Zentrale hinzugelangen, gibt es mehrere Geheimgänge und versteckte Zugänge. Zu denen kommen wir auch gleich noch. Hauptsächlich wurden die angelegt, um vor Tante Mathilda geschützt zu sein, denn die ruft immer mal wieder gerne die drei Fragezeichen zur Arbeit und da haben die nicht so Bock drauf. Nein, also das ist auch manchmal immer wieder ein Ton von dieser Frau, der hat ja auch keinen Bock. Ja, das fühle ich. Genau. Und in der Folge 41, das Volk der Winde, hat Tante Mathilda dann von diesem Versteckspiel die Schnauze voll und sie lässt dann von den drei Fragezeichen den Schrotthaufen wegräumen. Und das bedeutet, seit Folge 41 ist der Wohnwagen frei zugänglich und sichtbar. Das ändert sich dann später wieder in Folge 125, die Folge Feuermond. Da wird in der Folge der Wohnwagen tatsächlich auch als Fahrzeug genutzt. Also das heißt, der ist eigentlich voll funktionsfähig. Und am Ende der Folge wird er wieder unter einem Schrotthaufen begraben. Und seitdem ist er wieder wie früher unsichtbar. Und es werden neue geheime Zugänge angelegt von den drei Fragezeichen. Aber jetzt für die ersten Folgen, mit denen wir uns erstmal beschäftigen, müssen wir bedenken, die Zentrale ist unter einem großen Schrotthaufen begraben. Und jetzt habe ich schon die geheimen Zugänge mehrfach angesprochen. Kommen wir mal zu denen. Es gibt, wie gesagt, einige davon. Fangen wir an mit dem Notausgang 1. Und zwar ist das das Oberlicht von dem Wohnwagen. Da kann man, wenn man auf den Schreibtisch steigt, kommt man an eine Strickleiter, die von dem Oberlicht nach unten hängt. Und dann kann man durch das Oberlicht rausklettern. Das führt dann zu einer alten Kinderrutsche, die in diesem Schrottberg mit integriert ist. Die ist allerdings von Metallstreben versperrt. Das heißt, man kann nur auf dem Bauch rutschend diese Kinderrutsche runterrutschen und wird nur ganz selten als Notausgang benutzt. Deswegen, das begegnet uns in den Folgen eher weniger. Dann gibt es den Tunnel Nummer 2. Das ist ein niedriger Wellblechtunnel. Also wir haben einfach Wellblech, das dann so als Halbkreis in den Boden gesteckt wurde. Das ist dann auch mit allerlei Schrott verkleidet. Und man muss durch den Tunnel durchkriechen, um da lang zu kommen. Und man landet dann unter dem Wohnwagen und kann durch die Bodenluke in den Wohnwagen dann rein. Der Eingang zum Tunnel Nummer 2 ist bei Justus Freiluftwerkstatt. Wie genau der Eingang aussieht, das variiert von Folge zu Folge. In manchen Folgen wird angesprochen, dass unter der Werkbank der Eingang wäre. Andere sagen hinter einer Kiste. Oder in anderen Folgen wird beschrieben, der Eingang ist eigentlich frei sichtbar. Allerdings ist da ein Gitter gegengelehnt, das so aussieht, als wäre das Ganze versperrt. Je nachdem. In manchen Folgen unterschiedlich. In den früheren Folgen, also den Folgen, mit denen wir uns beschäftigen, ist dieser Tunnel Nummer 2 der Haupteingang zur Zentrale. Und das ist auch der einzige Geheimgang, der bestehen bleibt, während die Zentrale sichtbar gemacht wird. Dieser Tunnel wird jedoch auch öfters mal zweckentfremdet. Zum einen als Aktenlager für Bobs Akten oder auch als Geheimversteck für diverse Personen, Gegenstände. Also immer wieder, wenn von der Bodenluke die Sprache ist, dann landet man in diesem Tunnel Nummer 2. Sie nutzen das ja auch später, um sich vor Mädels zu verstecken. Ja, richtig, genau. Genau. In den neuen Folgen ist es nicht mehr der Haupteingang, sondern da wird es dann eher als Notausgang genutzt, also auch immer weniger. Dann haben wir als dritten Zugang den sogenannten dicken Bauch oder auch Tunnel Nummer 3 geführt. Das ist eine alte Holztür mit Rahmen. Und die ist an einen Altmetallstapel gelehnt. Also es sieht von außen sehr unscheinbar aus. Allerdings lässt sich diese Tür auch mit einem Schlüssel tatsächlich öffnen. Und dann landet man in einem Tunnel, der sogar so groß ist, dass man darin aufrecht gehen kann. Und der führt tatsächlich bis zur Haupteingangstür, also bis zur Eingangstür vom Wohnwagen. Der Eingang, also diese Holztür, die ist allerdings sehr gut sichtbar vom Gelände des Schrottplatzes aus, deswegen wird der eher selten, beziehungsweise hauptsächlich im Dunkeln genutzt. Und ja,
in Folge 41, in der der ganze Schrott beseitigt wird, ab dem Moment existiert dieser Tunnel nicht mehr. Und dann haben wir Notausgang Nummer 4, auch Tunnel Nummer 4 genannt. Das ist ein langer Tunnel, durch den man teilweise kriechen muss. Und der Eingang ist hinter einem Stapel von Bauholz und das wird eher selten verwendet. Der Tunnel ist auch echt lange und der führt quasi zum roten Tor, also zum Nordeingang des Schrottplatzes, obwohl sich der Schrotthaufen mit der Zentrale eigentlich im Süden des Schrottplatzes befindet. Wird auch eher selten genutzt. Und nachdem dann in Folge 125 die Zentrale wieder unsichtbar gemacht wird, wieder unter neuem Schrott versteckt wird, gibt es dann einen neuen Geheimeingang, der heißt das kalte Tor. Das war dann der Ersatz quasi für den dicken Bauch. Das ist dann somit ein Tunnel, durch den man aufrecht gehend zur Haupttür kommt. Und der Eingang ist ein alter Kühlschrank, der sich aufmachen lässt und dann über einen Hebel lässt sich die Rückwand zur Seite klappen und dann kann man durchgehen. Und das ist dann in den neueren Folgen auch tatsächlich der einzige Geheimgang, von dessen Existenz Onkel Titus und Tante Mathilda jemals wissen. Und in den neuen Folgen ist das auch der Haupteingang zu unserer Zentrale. Und jetzt haben wir über die ganzen Außen Situation der Zentrale geredet, reden wir auch noch ein bisschen über die Einrichtung und die Ausstattung der Zentrale. Wir haben einmal ein voll eingerichtetes Büro mit Schreibtisch, Telefon, später kommt sogar noch ein Computer dazu und einem sogenannten Verstärker für das Telefon. Ich liebe diesen Satz. Schalt den Verstärker ein. Ja, auch ein Klassiker, der wird uns noch öfters begegnen. Beschrieben wird das Ganze als elektrische Erfindung von Justus, so dass der Hörer von dem alten Wählscheibentelefon da auf ein Mikrofon gelegt werden kann, so dass die anderen, die mit in der Zentrale sind, mithören können. Tolles Gerät. Außerdem haben wir die Aktenschränke für Bobs Archiv, die später so voll sind, dass sie in den Tunnel Nummer 2 ausgelagert werden müssen. Wir haben ein voll ausgerüstetes Labor mitsamt Dunkelkammer, in der Bob vor allem seine Fotos entwickelt. In späteren Folgen haben die drei Fragezeichen eine Digitalkamera und dann wird die Dunkelkammer ausgebaut. Die wird dann nicht mehr benötigt. Generell kann man tatsächlich sagen, dass zwar die Technik mit den drei Fragezeichen, also dass die Technik der drei Fragezeichen mit der Zeit geht. Also wir haben heutzutage auch Smartphones und so weiter. Ja. Aber die drei Fragezeichen selber altern nie. Gott sei Dank. Genau. Ansonsten haben wir noch eine komplett eingerichtete und funktionstüchtige Campingküche mit kleinem Herd, Wasserkocher, einem kleinen Schrank, in dem auch Gläser und Tassen sind. Wir haben noch eine Sitzecke mit einem Sofa, Sesseln und einer Schlafpritsche, die auch vor allem Justus das ein oder andere Mal nutzt, wenn er mal wieder eine Nachtschicht für einen Fall eingelegt hat. Und wir haben Justus selbstgebastelten Drehstuhl. Ein Großteil der Einrichtung stammt vom Schrottplatz und vieles davon wurde entweder von den drei Fragezeichen selbst zusammengebaut oder war ursprünglich mal kaputt und wurde repariert. Und seit unserer Hörspielfolge, also dem Buch Nummer 8, haben wir auch noch Blackie in der Zentrale. Also wir kennen ihn noch, Blackbeard, der Mühner, der Supermühner. Den haben ja die drei Fragezeichen in der ersten Hörspielfolge gekauft und der hat einen Käfig und sitzt in der Zentrale, krächzt da immer und darf auch ab und zu mal sich in der Zentrale frei bewegen. Allerdings, jetzt mal Hand aufs Herz, so ganz artgerechte Haltung ist das auch nicht. Korrekt, und vor allem Blackie, halt doch mal deinen Schnabel. Ja, in jeder Folge, immer. Korrekt, wieder. Richtig. Genau, ja, und jetzt haben wir schon kleiner so Funfact noch zu Blackie. Also, ja. Sorry. Tatsächlich, Blackie wird immer von Heike Dine Körting, also der eigentlichen Regisseurin und Produzentin von den drei Fragezeichen, vertont. Das finde ich sehr schön. Das ist eine coole Idee. Ja, jetzt haben wir so viel schon rund um unsere drei Fragezeichen-Welt. Jetzt kommen wir doch mal zu den Hauptprotagonisten. Erzähl uns was über unsere Charakteren, die wir da
belauschen dürfen jedes Mal. Sehr gerne. Also die drei Fragezeichen sind erstmal nur drei jugendliche Schulfreunde. Und zwar hat Justus mit Peter und Bob einen Knobelclub gegründet, mit dem er sich erstmal um Rätsel kümmern möchte. Und in der Buchfolge Nummer 1, das Gespensterschloss, uns wird es als Hörspiel noch begegnen in unserem Podcast, da gründen die drei dann zusammen eben das Detektivbüro und nehmen als Markenzeichen die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen stehen für ungelöste Rätsel und Mysterien. Und das ist auch immer gerne, führt gerne zu Diskussionen in den Folgen. Meistens nehmen die drei Fragezeichen für ihre detektivische Arbeit kein Geld. Es gibt aber auch Ausnahmen und es gibt sogar Fälle, die tatsächlich ausschließlich wegen dem Geld angenommen werden. In den ersten Folgen, also bis zu unserem Zeitsprung in Folge 45 oder nach Folge 45, also dem Bereich, in dem wir uns jetzt gerade noch bewegen in unserem Podcast, sind die drei Fragezeichen ungefähr 13 Jahre alt. Später kommt dann der Zeitsprung und ab dem Moment sind sie 16 Jahre alt. Und ja, genau. Zur Gruppendynamik kann man sagen, dass Justus und Peter so die haupttreibenden Kräfte sind. Vor allem Justus, der gibt immer wieder neue Impulse. Und Justus und Peter bekommen sich auch immer wieder in die Haare. Und Bob ist dann meistens der Soziale von den dreien, der dann das Ganze schlichtet und viel vermittelt. Und dann kommen wir zu den einzelnen Mitgliedern. Wir fangen an mit unserem ersten Detektiv, Justus Jonas. Im amerikanischen Original heißt er Jupiter Jones. Der wird beschrieben als pummelig und hat immer schwarzes, zerzaustes Haar. Seine Eltern, Catherine und Julius Jonas, sind beide gestorben, als er noch sehr klein war. Die Todesursache ist anfangs unklar. In manchen Folgen heißt es Autounfall. Später wird allerdings dann der Tod irgendwann mal ganz genau definiert und da heißt es, es ist ein Flugzeugabsturz gewesen. Und seit dem tragischen Tod seiner Eltern wohnt Justus bei Onkel Titus und Tante Mathilda. Also Titus ist der Bruder von seinem Vater Julius. Justus wird als sehr schlau beschrieben, oder er ist sehr schlau, wie wir das ein oder andere Mal miterleben dürfen. Er kann sehr gut kombinieren und hat sehr viel tiefes Wissen in verschiedensten Fachbereichen. Er hat ein annähernd fotografisches Gedächtnis und redet oft sehr geschwollen. Und da muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Als Kind ist mir dieses geschwollene Reden von Justus nie aufgefallen, weil für mich haben die im Hörspiel eh alle komisch geredet und dann habe ich gar nicht verstanden, an welchem Punkt jetzt der Justus wirklich komisch redet. Das mittlerweile, seit ich dann als Jugendlicher die Reihe wieder für mich entdeckt habe, erkenne ich das natürlich, aber früher habe ich das nicht wahrgenommen. Ansonsten kann man noch zu Justus sagen, dass er sehr gut mit Technik umgehen kann. Das meiste Equipment, das die drei Fragezeichen haben, hat er aus Schrott selber gebaut und er versucht im Verlauf der Folgen immer wieder verschiedene Diäten, hält aber nie besonders lange durch. Er steht einfach viel zu sehr auf Süßigkeiten und er hasst Sport und Bewegung. Wie eben schon erwähnt, ist er die treibende Kraft der drei Fragezeichen und überredet seine Freunde somit immer wieder zu neuen Abenteuern. Er hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und bleibt aber auch in sehr brenzlichen Situationen ziemlich ruhig. Allerdings hat er natürlich auch Charakterschwächen und dazu gehört, dass er stur ist, dickköpfig und er kann nicht gut verlieren. Also das lässt er nicht auf sich sitzen. Alle unsere drei Fragezeichen haben ein eigenes Erkennungszeichen und das Erkennungszeichen von Justus ist ein weißes Fragezeichen. Er hat somit immer auch ein weißes Stück Kreide mit dabei, mit dem er öfters mal Stellen markiert. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Detektiv, Peter Shaw. Im amerikanischen Original heißt er Pete Crenshaw. Er ist ein großer, athletischer und gut aussehender Junge mit strubbeligen, goldbraunen Haaren und hellgrünen Augen. Also wirklich schnuggeliges Kerlchen.
Er ist der älteste von unseren drei Fragezeichen und er wohnt bei seinen Eltern. Er ist extrem sportlich und probiert wirklich fast alles aus, was man sich so im sportlichen Bereich vorstellen kann. Das wird uns auch in den Folgen immer wieder begegnen. Er probiert, also er surft leidenschaftlich gerne, er skatet und wenn die Folge mit irgendeiner Sportart zu tun hat, dann wird er das mindestens einmal ausprobieren und ist dann auch immer sofort gut darin. Teilweise Sprinter und sowas in manchen Folgen auf einmal. Ja, genau. Es gibt einige Folgen, in denen er auch Fußball spielt. Also wirklich alles im Sportbereich ist für Peter für zu haben. Er hat ziemlich gute Mechanikkenntnisse. In den späteren Folgen nach dem Zeitsprung bastelt er sehr gerne an seinem Auto, an seinem MG rum und schraubt da dran rum. Allerdings kann er fast gar nicht mit Computern umgehen. Das ist gerade bei den modernen Folgen dann doch ganz witzig, gerade wenn die Technik immer weitergeht und Peter kann immer noch nicht mit PCs umgehen. Peter stört sich sehr stark daran, wenn Justus mal wieder mit seinen Informationen für sich behält oder seine Alleingänge startet und dann geraten die beiden gerne mal aneinander. Peter liebt Tiere, außer Ratten, Insekten und Spinnen. Er hat allerdings eine Katzenhaarallergie. Es gibt aber Folgen, in denen diese Allergie außer Acht gelassen wird und er trotzdem mit Katzen umgehen kann. Aber allgemein hat er eine Katzenhaarallergie. Er ist leicht verpeilt und manchmal auch ein bisschen begriffsstutzig. Das ist allerdings für uns als Zuhörer oder auch bei den Büchern für die Leser sehr praktisch, weil dadurch hinterfragt er viele Sachen, die wir dann nochmal erklärt bekommen. Er ist ein Angsthase, glaubt an alles Übernatürliche, an Geister, an Magie, an Aliens. Das macht ihn natürlich auch wieder sehr sympathisch. Allerdings ist er auch derjenige, der die meisten Bösewichte, wenn diese versuchen zu fliehen, verfolgt und dann immer sein Signature-Spruch, den schnapp ich mir. Er hat auch ein eigenes Zeichen, das ist das blaue Fragezeichen. Dementsprechend hat er blaue Kreide mit dabei und aufgrund der Reihenfolge der drei Fragezeichen auf den Covern von den Büchern und auch den Hörspielen dachte man oft, er hätte das rote Fragezeichen. Das ist aber ein Fehler. Diese Reihenfolge, die hat sich einfach nur Eiger Rasch ausgedacht. Tatsächlich, sein Zeichen ist das blaue Fragezeichen. Und wir haben es in unserer letzten Folge schon angesprochen. Nee, gar nicht. Das war schon die vorletzte Folge. Wir sind schon so weit, Marc. Wir haben schon drei Folgen. Aber in unserer vorletzten Folge hat Marc schon angesprochen, dass Peter der Charakter ist, mit dem er sich am meisten identifizieren kann. Ja. Tatsächlich. Aber jetzt kommen wir zu deinem Charakter. Genau, und der Charakter, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, ist Bob Andrews. Er heißt mit vollem Namen Robert. Und hier ist ganz schön, Robert Arthur selber, also der Schöpfer der drei Fragezeichen, kann sich selber auch am meisten mit Bob identifizieren. Die beiden haben den gleichen Vornamen, Robert, und auch die gleiche Initiale im Nachnamen, ne? Also Bob Andrews, Robert Arthur. Tatsächlich wurde Bob allerdings nach Robert Arthurs Sohn benannt. Und zwar Robert Andrew Arthur, der auch den Rufnamen Bob hatte. Und der, also den Sohn hatte Robert Arthur lange bevor er die Bücher geschrieben hat. Bob ist der kleinste und jüngste der drei Fragezeichen. Er trägt eine Brille, weil er kurzsichtig ist. Er wird als dünn mit gebräunter Haut und blonden Haaren beschrieben. Außerdem hat er strahlend blaue Augen. Er wohnt bei seinen Eltern, ist sehr gut im Recherchieren, geht deswegen auch oft zur Bibliothek und kann gut zeichnen. Das kommt uns in den Fällen des öfteren Mal zugute. Da zeichnet er ab und zu Phantombilder. Er ist sozial sehr kompetent, sehr mutig und humorvoll und schlagfertig. Und von seinem Vater hat er den Umgang mit einer Kamera kennengelernt und kann daher auch ziemlich gut fotografieren. Und er will auch später mal Journalist wie sein Vater werden. Sein Vater ist für ihn nämlich wirklich ein großes Vorbild. In unseren frühen Folgen ist Bob eher schüchtern, hat wenig Selbstbewusstsein. Allerdings nach dem Zeitsprung hat er einen wahren Glow-up. Da hat er einiges an
Selbstbewusstsein dazu bekommen, wird dann sogar ein kleiner Mädchenschwarm, aber da wollen wir jetzt noch gar nicht so sehr drauf eingehen, das kommt alles dann später. Jetzt erstmal merken wir uns, eher ein bisschen schüchtern, nicht ganz so großes Selbstbewusstsein. Auch Bob hat wieder ein Erkennungszeichen und das ist das rote Fragezeichen, somit hat er auch immer eine rote Kreide mit dabei. Und das waren unsere drei Fragezeichen. Genau, aber wir haben ja eine sehr große Welt von Charakteren tatsächlich in der drei Fragezeichen und kommen wir doch eigentlich direkt am nächsten dran, wer uns immer wieder, wer öfters oder quasi nach den drei Fragezeichen am öftesten begegnet, ist Onkel Titus und Tante Mathilda. Was wissen wir über die beiden denn? Genau, also Onkel Titus und Tante Mathilda. Wir fangen mal mit Mathilda an. Die ist auch die deutlich dominantere von beiden. Beschrieben wird sie als eher kleine und korpulente Frau. Sie hat allerdings einen sehr starken Charakter und hat Titus und die drei Fragezeichen fest im Griff. Sie ist die eigentliche Geschäftsführerin vom Schrottplatz und verheiratet mit Titus, mit dem sie zusammen auf der Highschool war. Also die haben schon eine lange Beziehung, diese beiden. Sie nimmt die Fälle von den drei Fragezeichen nicht so ernst. Sie nennt es oft Detektivspiele. Sie ist aber eine sehr sorgevolle Person. Also im positiven Sinne gemeint, sie sorgt sich um ihre Lieben und sie lässt sich auch nicht so leicht unterkriegen. Also uns begegnen auch einige Situationen in den Fällen, in denen sie auch mal angepackt wird und da ist nicht leicht mit ihr Kirschen essen. Sie spannt die drei Fragezeichen immer wieder in die Arbeit auf dem Schrottplatz ein und sie backt einen legendären Kirschkuchen. Da muss Allerdings. Ich mal was verraten. Ich habe das Rezept. Nein. Vielleicht teile ich das doch irgendwann mal mit euch. Wo habe ich den noch nie bekommen? Ja, aber das beim Jubiläum, da gibt's dann mal hier von Ivo gebacken nach Rezept von Tante Mathilda echten nice. Kirschkuchen. Und dann kommen wir zu ihrem Mann Titus Jonas. Er wird als eher klein, dunkelhaarig und schnurrbärtig beschrieben. Und bevor Onkel Titus den Schrottplatz gegründet hat oder ja angefangen hat, diesen zu bewirtschaften, war er Artist beim Zirkus. Dann später hat er bei einer Tankstelle gearbeitet und dann hat er das Gebrauchtwarencenter T. Jonas gegründet und er ist der Inhaber. Er kauft immer wieder Trödel und alles mögliche andere bei Auktionen, Haushaltsauflösungen oder auch einfach von privaten Sammlern. Er ist auch eher der Sammler vom Schrottplatz, während seine Frau Mathilda versucht, das Zeug auch wieder zu verkaufen. Er hat große handwerkliches Geschick und bereitet auch immer wieder dann den Schrott oder die Sachen, die sie gekauft haben, auf, um sie dann weiter zu verkaufen. Außerdem raucht er Pfeife und er ist so ein typischer, freundlicher, wohlwollender Onkel, sag ich mal. Und er wiederum hilft den drei Fragezeichen auch oft weiter. Ja, also ich bin auch Fan tatsächlich vom Onkel Titus. Also ich mag den Mann einfach von seiner Art und Weise, wie er halt alles angeht, mit dieser ja, Ruhe auch teilweise, die er da ausstrahlt in den Folgen, finde ich schon ziemlich fantastisch. Ja, wirklich tolle Person. Ja. Kommen wir zu den Eltern. Genau, da fangen wir auch wieder in der Reihenfolge unserer Detektive mit Justus' Eltern an. Sie heißen Catherine und Julius, sind beide gestorben. Julius ist der Bruder von Titus und zu ihren Lebzeiten waren die beiden Wettbewerbstänzer und Showtänzer beim Film. Und über diese Tätigkeit Regisseur auf ihren kleinen Sohn Justus aufmerksam geworden und der hat ihn dann gecastet für eine TV-Sendung als Kinderdarsteller. Damit ziehen auch Bob und Peter Justus in den ersten Folgen öfters mal auf und als Justus circa 5 Jahre alt war, starben die beiden Eltern bei einem Flugzeugabsturz. Ich habe es eben schon erwähnt. Am Anfang hieß es noch Autounfall, das wurde dann irgendwann mal vereinheitlicht und wenn wir mit dem heutigen Kanon gehen, dann ist es ein Flugzeugabsturz. Es gibt dazu auch tatsächlich eine Folge, die sich mit der Vergangenheit von Justus Eltern befasst, deswegen wollen wir hier nicht großartig spoilern, kommt alles noch. Aber für den Moment müssen wir wissen,
Sie sind leider tot. Und das ist der Grund, warum Justus bei Tante Mathilda und Onkel Titus wohnt. Der nächste in der Reihenfolge ist dann Peter wieder. Peters Eltern sind Henry Shaw und Mrs. Shaw. Von Mrs. Shaw, also Peters Mutter, wissen wir den Vornamen nicht. Mr. Shaw, also Henry, ist Effekttechniker beim Film. Er taucht in den Fällen eher selten auf, hat aber auch ein paar Mal einen Fall für die drei Fragezeichen und hilft ihnen auch ab und zu vor allem durch sein Fachwissen. Mrs. Shaw ist gebürtige Mrs. Peck und die Tochter von Ben Peck, das ist der Opa von Peter, der taucht auch ein paar Mal in den Folgen auf. Ihre Arbeit ist nicht bekannt, aber vermutlich ist sie Hausfrau. Sie ist außerdem Mitglied im Frauenclub von Rocky Beach und sie wird als sehr bemutternd dargestellt. Sie macht sich auch extrem schnell Sorgen um Peter und taucht in den Folgen aber eher selten auf. Und dann sind wir auch schon bei Bobs Eltern. Da haben wir einmal John William Melvin Roger Andrews. Das ist ein sehr langer Name und der kommt daher. Ja, genau. Der kommt daher, dass sich tatsächlich die verschiedenen Autoren der drei Fragezeichen immer wieder einen neuen Namen für ihn ausgedacht haben. Und dann hat man irgendwann mal all diese verschiedenen Vornamen zusammengefasst. Allerdings Robert Arthur, der ursprüngliche Schöpfer, hat ihn William Andrews genannt und sein Rufname ist auch deswegen immer Bill, also die amerikanische Kurzform von William. Genau, er ist verheiratet mit Mrs. Andrews. Von Mrs. Andrews wissen wir tatsächlich auch nicht den Vornamen. Kommen wir erstmal zu Mr. Andrews. Er ist Reporter bei der LA Post, also der großen Zeitung von Los Angeles. Er hilft den drei Fragezeichen sehr oft weiter, teilweise durch seine Recherchen, teilweise gibt er ihnen auch neue Fälle und er nimmt sie auch öfters mal mit auf seine Reisen. Er ist Bobs großes Vorbild. Er hat braune Haare und raucht gerne Pfeife. Und früher hat er auch bei der Rocky Beach Today, also der Lokalzeitung von Rocky Beach, gearbeitet. Und er ist in seiner journalistischen Tätigkeit in ganz vielen verschiedenen Fachbereichen tätig. Unter anderem im Fachbereich Sport, Wirtschaft und Politik. Also er wird nie so einem bestimmten journalistischen Genre zugeordnet, sondern hat mit quasi allem zu tun. Und dann kommen wir zu Mrs. Andrews. Seit Bobs Geburt ist sie Hausfrau, jedoch arbeitet sie nebenbei als Immobilienmaklerin. Über ihre Vergangenheit ist sehr wenig bekannt. Sie wird als braunhaarig und schlank bezeichnet. Ihre Hobbys sind unter anderem Kunst, damit kennt sie sich auch sehr gut aus, und Yoga. Und sie ist tatsächlich eher streng und kann Justus nicht leiden, weil sie der Meinung ist, dass er, also Justus, Peter und Bob des Öfteren in Gefahr, unnötig in Gefahr bringt. Das lässt sie ihn auch gerne mal spüren in unseren Folgen. Das ist wohl wahr. Kommen wir noch zu einem Charakter, den ich auch sehr, sehr liebe, und das ist Morton und sein goldener Rolls-Royce. Was hast du denn da recherchieren können? Genau, Morton, der Charakter, heißt im amerikanischen Original eigentlich Worthington und er ist der Chauffeur des Rolls-Royce, mit dem die drei Fragezeichen fahren dürfen. Sein vollständiger Name ist nicht bekannt. Er hat britische Abstammung, ist circa 1,90 groß und sehr schlank. Er wird aber auch immer wieder als sportlich betitelt. Er ist extrem zuverlässig, eher zurückhaltend, aber betont immer wieder, dass er gerne mit den drei Fragezeichen zusammenarbeitet. In seiner Freizeit spielt er gerne Polo, Golf und Schach. Und Schach spielt er vor allem gegen sich selbst, wobei er da in einer Folge mal erwähnt, dass er meistens am Verlieren ist. Finde ich sehr lustig. Dann kommen wir zu dem Rolls-Royce, den er fährt. Das ist eine schwarze Limousine mit goldenen Beschlägen. Das ist ein sehr teures und exklusives Auto. Und wie kommt es überhaupt dazu, dass die drei Fragezeichen das Auto nutzen dürfen, inklusive Chauffeur? Und das kommt daher, Justus hat bei einem Preisausschreiben von der Autovermietung Galbert, zu der dieser Rolls-Royce und Morton gehören, mitgemacht. Und zwar hatten die in ihrem Schaufenster ein Glas mit Bohnen drin.
und die Leute sollten auf einen Zettel schreiben, wie viele Bohnen sie schätzen in diesem Glas sind. Und derjenige, der am nächsten dran ist, der gewinnt 30 Tage lang gratis diesen Rolls-Royce inklusive Fahrer, das ist Morten, nutzen zu dürfen. Und ihr habt es schon richtig geraten, Justus lag am nächsten dran. Er hat sehr genau geschätzt. Und nach dem Verstreichen dieser Frist ermöglicht in Folge, also Hörspielfolge Nummer 5, der Klient August August zum Dank für die Hilfe der drei Fragezeichen, die Folge heißt Der Fluch des Rubins, ermöglicht er eine dauerhafte Nutzung des Rolls-Royce. Nach dem Zeitsprung, da haben ja dann auch unsere Detektive eigene Autos, da tauchen sowohl Morten als auch der Rolls-Royce eher selten auf, aber bis in die modernen Folgen, ja, tauchen sie ab und zu mal auf und sind echt tolle Charaktere. Definitiv. Genau, allerdings durch die Reihenfolge, die ja sowohl in der Übersetzung als auch in der Hörspielfassung jedes Mal erneut über den Haufen geworfen wurde, ergeben sich bei dem Rolls-Royce ein paar Logiklücken, weil dieses Preisausschreiben, das findet in der Folge das Gespensterschloss statt. Das ist allerdings eine Folge, die bei uns im Podcast zum Beispiel noch gar nicht drangekommen ist. Das dauert auch noch ein bisschen. Und die Folge Nummer 5, der Fluch des Rubins, ja, erst ab dem Moment ist es dann eigentlich die dauerhafte Nutzung. Alles so ein bisschen durcheinander. Das sind aber so ein paar Sachen, die begegnen uns noch öfters bei den drei Fragezeichen durch diese verschobenen Reihenfolgen, sowohl bei der Übersetzung als auch bei den Hörspielumsetzungen, haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Das finden wir aber nicht so schlimm. Genau. Kommen wir aber zu einem, ja, von einem guten und beliebten Charakter zu einem für mich nicht so beliebten Charakter, Skinny Norris. Der heißt eigentlich Skinner, was ich auch schon einen komischen Namen finde, aber lassen wir mal so stehen. Er wird als großer, magerer Junge beschrieben. Er ist circa 18 Jahre alt und noch Schüler. Er ist der absolute Erzfeind der drei Fragezeichen und kommt ihnen immer wieder in die Quere. Er nimmt öfters mal Aufträge entgegen und da hat er einfach kein Interesse an Moral oder Legalität. Also der macht auch öfters mal was ziemlich leicht als illegal zu erkennen ist, aber das ist ihm egal, solange er seine Bezahlung bekommt. Skinnys Vater ist reicher Geschäftsmann und seinem Sohn gegenüber eher egal eingestellt. Also Skinny ist so ein bisschen wohlstandsverwahrlost. Allerdings hat sein Vater ihm einen Sportwagen geschenkt. Also Skinny fährt mit einem Sportwagen durch die Gegend. Über die Vergangenheit und das Privatleben von Skinny ist relativ wenig bekannt. Es gibt allerdings eine Folge, die sich damit explizit auseinandersetzt. Deswegen will ich auch hier jetzt erstmal nicht spoilern. Soweit kommen wir dann irgendwann. Und noch ein kleiner Fun-Fact. Morten, der Chauffeur, und Skinny werden vom gleichen Synchronsprecher gesprochen. Perfekt. Könnt ihr mal drauf achten. Man erkennt die Stimmen doch, auch wenn die Betonung ganz anders ist. Ja, definitiv. Kommen wir zu einem Charakter, wo wir auch gerade bei Synchronstimmen sind. Die Synchronstimme liebe ich auch sehr. Und zwar ist es der Kommissar Reynolds. Genau, eigentlich Hauptkommissar Samuel Reynolds. Er arbeitet häufig mit den drei Fragezeichen zusammen. Er ist auch der erste Ansprechpartner für die drei Fragezeichen bei der Polizei in Rocky Beach. Sie haben zu ihm ein freundschaftliches Verhältnis, wobei er aber auch des Öfteren mal seine Kritik an den Methoden, vor allem von Justus, äußert. Aber das steht nicht zwischen denen. Also die haben trotzdem noch ein ziemlich gutes Verhältnis. Er hilft den drei Fragezeichen öfters mal bei kniffligen Situationen und er hat auch für die drei Fragezeichen einen Brief ausgestellt, der sie als Juniorassistenten der Polizeidirektion von Rocky Beach ausweist. Irgendwann im Verlauf der Folgen wird er pensioniert, taucht aber trotzdem dann in den späteren Folgen immer wieder auf. Sein Nachfolger ist Inspektor Cotter, der kommt allerdings dann erst nach dem Zeitsprung zum Einsatz und deswegen würde ich sagen, in unserer Sonderfolge zum Zeitsprung werden wir da nochmal genauer über Inspektor Cotter reden. Genau. Kommen wir von dem Kommissar direkt in die gegengesetzte Richtung, von einem Dieb, der uns immer wieder begegnet. Genau, die Rede ist natürlich von Victor Eugène.
ein Kunstdieb und Victor Eugène ist ein Name, den er angenommen hat. Bürgerlich heißt er eigentlich Ignace Chandler Jacquard. Er ist Franzose, wie man diesen Namen wahrscheinlich auch unschwer entnehmen kann, und wird auf circa 50 bis 60 Jahre alt geschätzt. Er ist groß, immer fein angezogen und hat feine Manieren. Unter anderem raucht er auch gerne mal Zigarren. Er ist einer der Hauptwidersacher der drei Fragezeichen, taucht öfters auch mal als Antagonist auf und wird als extrem schlau und deswegen auch als Gegenspieler zu Justus eingeführt. Er lässt gerne Kleinkriminelle wie auch Skinny Norris die Drecksarbeit für sich erledigen, hat allerdings auch Prinzipien und er sorgt dafür, dass eigentlich nie Personen zu Schaden kommen, und er agiert auch fast immer nur aus dem Hintergrund, legt viele falsche Fährten, verkleidet sich oft und ist deswegen natürlich auch ein guter Schauspieler, also nicht weil er sich verkleidet, aber es ist eine Fähigkeit, die ihm beim Verkleiden zugutekommt. Und er ist der einzige Bösewicht in den drei, oder der einzige Schurke in den drei Fragezeichen-Fällen, der von den drei Fragezeichen tatsächlich respektiert wird. Er wird von ihnen auch als Gentleman bezeichnet. Eugène selber kreuzt öfters mal auch wirklich mit Absicht die Wege der drei Fragezeichen und sieht das Ganze dann auch immer eher als Spiel. Und er kann den drei Fragezeichen und der Polizei immer wieder entwischen. Am Anfang der Folgen und der Bücher ist noch sehr wenig über seine Vergangenheit bekannt. Allerdings hat auch dieser Charakter eine eigene Sonderfolge, die Folge 125, Feuermond. Da geht es genau um seine Vergangenheit und deswegen wollen wir jetzt hier nicht großartig spoilern. Dauert auch noch eine ganze Weile, bis wir soweit sind, aber dann besprechen wir den Charakter nochmal genauer. Genau, spoilerfrei sind wir hier. Springen wir nochmal kurz zurück Richtung Schrottplatz. Patrick und Kenneth, was hast du denn da drüber, Ivo? Genau, es gibt die Charaktere Patrick und Kenneth Orion, das sind Brüder, und in den amerikanischen Originalbüchern heißen die Hans und Konrad Schmidt. Die kommen nämlich eigentlich aus Bayern. Und bei der Übersetzung der Bücher hat man das dann geändert. Da haben sie diese Namen Patrick und Kenneth Orion bekommen und wurden in ihren eingebürgert. das sind die, also Patrick und Kenneth sind die beiden Gehilfen auf dem Schrottplatz. Sie werden beide als groß und breit und rothaarig bezeichnet. Und über Kenneth weiß man außerdem, dass er ein breites Gesicht hat und Pfeife raucht. Die beiden sind extrem nett und hilfsbereit und helfen den drei Fragezeichen oft. Unter anderem, dass sie die mal durch die Gegend fahren oder ihnen auch mal anpacken, wenn die drei Fragezeichen was zu tun haben. Patrick und Kenneth haben eine Cousine namens Caitlin O'Hara, die eine Pension betreibt und die den beiden sehr am Herzen liegt. Die taucht auch in den Folgen auf. In den Folgen vor dem Zeitsprung tauchen Patrick und Kenneth öfters auf, nach dem Zeitsprung immer seltener und irgendwann gar nicht mehr. Und dann heißt es irgendwann, sie sind zurück in ihre Heimat nach Irland gezogen und in Folge 100, die Toteninsel, besuchen Titus und Mathilda auch Patrick und Kenneth in Irland. Und im Verlaufe der Folgen werden die beiden Charaktere immer wieder von verschiedensten Synchronsprechern gesprochen. Und es gibt auch in den ersten Folgen ein paar Missverständnisse. Da taucht nämlich nur ein Charakter auf, der heißt dann Patrick Kenneth. Also da sind sie keine Brüder, sondern verschmolzen zu einem. Aber wir wissen, eigentlich sind es zwei. Genau. Cool, damit haben wir eigentlich alle unsere wichtigen Charaktere, die uns immer wieder begleiten, Gott sei Dank auch begleiten, durch. Kommen wir mal zu dem Punkt, was wir ja auch immer wieder ansprechen, sind unsere wiederkehrenden Elemente, also Running Gags, die immer wieder in den Folgen auftauchen, wie zum Beispiel die Visitenkarte, die ist ja ein sehr, sehr, sehr großer Hauptbestandteil. Was hast du denn da drüber? Genau, also die Visitenkarte wird von den drei Fragezeichen mit einer alten Abzugpresse, die Justus auch wieder repariert hat, in der Zentrale selbst hergestellt. Und es ist der Running Gag dazu ist, in jeder Folge wird diese Visitenkarte mindestens einmal überreicht und meistens dann auch laut vorgelesen. Und das führt dann auch immer wieder zur Diskussion. Und der Text auf der Karte lautet: Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall,
drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und auf der Rückseite von der Karte stehen dann die Telefonnummer von der Zentrale, die Faxnummer und später dann auch die E-Mail-Adresse und die Handynummer drauf und halt vor allem dieses drei Fragezeichen, was ja wirklich in Symbolen auf der Karte aufgedruckt ist, das führt gerade mit den etwas grimmigeren Charakteren immer wieder zur Diskussion. Genau. Jetzt macht aber nicht unbedingt eine Visitenkarte direkt jemanden automatisch zu einem Detektiv. Man braucht halt auch einen gewissen, ja, ich will es jetzt mal sagen, Ruf, beziehungsweise auch eine Empfehlung. Und deswegen gibt's auch ein Empfehlungsschreiben von der Polizei. Was hat's damit auf sich? Dieses Empfehlungsschreiben haben die drei Fragezeichen in Folge 8, der grüne Geist, also eine Folge, die in unserem Podcast noch folgen wird, bekommen. Jeder der drei Detektive hat eine eigene Version davon und das ist ein Brief auf offizielles Polizeibriefpapier geschrieben und den Brief legen die drei Fragezeichen öfters mal vor, um halt, wie eben beschrieben, in so einer Situation ihre Seriosität zu erhöhen und ja Vertrauen zu erhalten. Und hier haben wir auch wieder den Text. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Stelle, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Genau, perfekt. Und was uns auch immer wieder ja auffällt, ist, dass Justus oft von einem spezial gelagerten Sonderfall spricht. Was genau, ist das? Das ist nichts anderes als eine Formulierung, die ihm selber wohl eingefallen ist. Das benutzt er immer wieder, wenn ein Fall gerade besonders verzwickt wird. Und jetzt möchte ich den Spieß mal umdrehen. Marc, was hat es denn mit der Schlusslache auf sich? Ja, die Schlusslache ist fast bei jeder Folge tatsächlich das Ende. Wirkt oft sehr gezwungen. Was ich aber schon mal erwähnt habe, dass das für mich, glaube ich, eher dieses nicht als erzwungen sehe, sondern eher als eine Erleichterung. Das halt dieser, ja, kann man Stress dazu sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber sie sind erleichtert, dass sie den Fall gelöst haben und der Druck fällt von den drei Jungs einfach ab. Man muss immer noch bedenken, es sind immer noch, ja, junge Kerle, sind jetzt keine gestandenen Männer, die irgendwie eine polizeiliche Ausbildung oder sowas haben und sich doch auf sehr harte Abenteuer teilweise begeben. Und ich glaube, diese Schlusslache ist einfach ein großer Punkt der Erleichterung. Ja, und das ist wirklich die schönste und wohlwollendste Interpretation dafür. Die finde ich super. Die behalten wir. Genau. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem Was muss man über die drei Fragezeichen wissen angelangt. Und da haben wir jetzt die Fragen an euch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendetwas wissen? Wie gefällt euch diese Art der Sonderfolge? Und habt ihr vielleicht Vorschläge für Themen für weitere Sonderfolgen? Lasst uns das doch bitte alles gerne wissen. Schreibt uns das am besten auf Instagram. Und genau, wir sind auf euer Feedback gespannt und machen ansonsten mit unseren Folgen wie gewohnt weiter. Wir haben jetzt alle hier eine einheitliche Wissensbasis. Und darauf können wir aufbauen. Genau, werden wir auch aufbauen. Ja, ich übergebe quasi wieder das Wort an dich, Ivo. Das ist unser Running Gag jetzt, unser immer wiederkehrendes Merkmal. Genau. Ja, vielen Dank, Marc. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten hier wirklich einiges klären, einige Fragezeichen in euren Köpfen durch Ausrufezeichen ersetzen. Und wir hören uns dann in den regulären Folgen und wer weiß, wann die nächste Sonderfolge wiederkommt. Spätestens, wenn wir beim Zeitsprung angelangt sind, das dauert aber noch eine ganze Weile, vielleicht fallen uns davor ja noch ein paar Themen ein. Ansonsten, das war das Schluss zum Wort für diese Sonderfolge und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.